Hallo und herzlich willkommen hier bei 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Thema heute ist die Schule. Ja, ich habe meine Schulzeit schon ein wenig länger hinter mir, aber ich habe doch so ein, zwei Fragen zur Schule, auf die ich hier in dem Video mal eingehen will und meine persönliche Meinung sagen möchte. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit und ich auch heute mit jungen Menschen mal rede, wie mit meinen Neffen zum Beispiel, über die Schule, dann stellen sich mir hauptsächlich zwei Fragen. Die erste: Lernen junge Menschen in der Schule überhaupt das Richtige? Lernen junge Menschen in der Schule wirklich für das Leben? Die erste Frage. Die zweite Frage, die sich mir stellt: Inwieweit nehmen Schule und vor allem Lehrer Einfluss auf die Meinungsbildung der jungen Menschen? Das sind so die zwei Fragen, die mich doch mal hin und wieder beschäftigen und wo ich jetzt mal meine Meinung zu sagen möchte. Zur ersten Frage, ob junge Menschen in der Schule das Richtige lernen. Klar, in der Schule lernt man zunächst einmal oder bekommt man Wissen vermittelt. Hauptsächlich Grundlagen, Basiswissen in vielen Bereichen, welches man je nach beruflicher Perspektive später, zum Beispiel im Studium, dann in dem Bereich vertieft. Aber alle jungen Menschen bekommen erstmal in der Schule Wissen vermittelt, ob es jetzt Mathematik ist, ob es in naturwissenschaftlichen Fächern ist, wie Biologie oder Physik oder was weiß ich, oder Fremdsprachenvermittlung und so weiter. Also bekommen Schüler schon mal so die Basics, so die Grundlagen in verschiedenen Bereichen an Wissen vermittelt. Das ist ja richtig, das ist ja auch gut so. Ja, das ist ja schon mal Sinn und Zweck der Schule. Der erste Sinn und Zweck der Schule ist Wissensvermittlung. Einfach Fakten, 1 plus 1 ist nun mal 2, jetzt übertrieben gesagt. Oder wenn ich in Chemie das mit dem mische, passiert nun mal das. Und wie auch immer. Also Wissensvermittlung. Fakten, so wie es ist. Das ist ja auch richtig. Aber die Schule sollte, und das macht sie in meiner Meinung nach weder früher noch heute, in ausreichendem Maße oder wenn überhaupt, sie soll auf das Leben, auf wichtige alltägliche Fragen im Leben vorbereiten. Das geschieht nicht. Es gibt Lehrer, sage ich mal, die lassen solche Fragen dann in verschiedenen Fächern mit einfließen, gehen dann mal hier und da drauf ein. Das ist aber wieder lehrerabhängig, das ist nicht verpflichtend. Und deswegen müsste meiner Meinung nach, müsste es Fächer geben, wo spezifisch auf diese Dinge eingegangen wird. Beispielsweise die Vorbereitung auf den Umgang mit Geld, mit Finanzen, mit Umgang mit Schulden, der Umgang mit Banken, mit Versicherungen. Das ist essentiell für jeden Menschen wichtig. Und das müsste wirklich verbindlich vermittelt werden. Wenn ich zum Beispiel in Mathematik, ich gehe mal von mir aus, habe ich Dinge gelernt, neben der normalen Grundrechenarten und Dreisatz und Prozentrechnung und dies und das, habe ich irgendwelche anderen mathematischen Formeln, Wahrscheinlichkeiten, weiß der Geier was gelernt, was ich zum Großteil nicht mehr in meinem Leben gebraucht habe. Nicht mehr. Ich habe in Chemie Dinge gelernt, heute nicht mehr brauche, in Physik nicht mehr brauche. Oder sonstige Dinge. Also der junge Mensch oder der Mensch lernt in der Schule sehr oft Dinge, die er zum großen Teil im späteren Leben natürlich nicht mehr braucht. Gut, abhängig von der beruflichen Wahl später natürlich, ne? Das weiß man natürlich immer erst hinterher, das ist richtig. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, zurückblickt, ein Großteil des Gelernten in der Schule braucht man nicht. Das ist dann so, ich sag mal, bei der Wissensvermittlung der Schule ist das für den jeden unterschiedlich. Bei dem Einzelnen gibt es da einen großen Teil, in Anführungsstriche, Ausschuss, den man dann nicht mehr braucht. Ja. Aber das kann man ja erst nachhinein wissen. Aber
es gibt Dinge im Leben, die braucht man, die braucht garantiert ein jeder, auch im späteren Leben. Und das bekommt man in der Schule nicht vermittelt. Man bekommt Dinge in der Schule vermittelt, wovon viele einen Großteil im späteren Leben nicht mehr brauchen. Und man bekommt Dinge in der Schule nicht vermittelt, so ist mein Eindruck, wenn ich mich an meine Zeit erinnere und was ich heute so von jungen Menschen höre, man bekommt eben Dinge nicht vermittelt, die man aber mit Sicherheit später im Leben braucht. Das ist also, eigentlich ist das sehr, verrückt eigentlich. Ne? Wie gesagt, das muss richtig verstehen. Die reine Wissensvermittlung in den Fächern, wie ich eben so gesagt habe, ist natürlich wichtig. Und je nach dem beruflichen Weg fällt bei dem einen oder anderen viele Dinge dann im späteren Leben aus dem Blickfeld, fällt weg, braucht man nicht mehr. So. Aber es gibt eben Bereiche, die werden nicht vermittelt, aber die braucht man im späteren Leben immer und ein jeder. Dazu gehört der Umgang mit Finanzen. Warum haben wir denn junge Menschen, die sich schon so oft verschulden? Ja, weil die zum Beispiel nicht gelernt haben, wie der Mechanismus von Bank, Kredit, wie das alles abläuft. Der Umgang mit Geld wird ihnen als junger Mensch nicht vermittelt. Und gerade als junger Mensch, wo man empfänglich ist für Wissensvermittlung, wo man eben noch Dinge gerne aufnimmt für sich neu und gerne lernt, gerade da ist es wichtig, auf solche Dinge mal einzugehen. Der Umgang mit Geld, was solltest du da beachten? Dass du nicht im Schuldenfalle endest. Dass du der Verführung, der Verlockung der Banken widerstehst, wenn die mit den Krediten winken, wie einfach das doch ist. Oder wenn Versicherungen kommen und dir dies und das erzählen, was du brauchst und was du brauchst und nur was du brauchst. Und du schließt ab und zahlst dann Beiträge für Versicherungen, die du eigentlich nicht brauchst, wenn du ein bisschen nachdenkst und informiert bist. Habe auch mal ein Video über Versicherungen gemacht, versuche ich hier in der Infobox unter dem i einzublenden, welche Versicherungen sinnvoll sind, welche nicht. Einfach mal auf das i klicken, dann da versuche ich das zu verlinken. Aber wie gesagt, eben diese alltäglichen Dinge bekommt man in der Schule kaum bis gar nicht vermittelt. Also ich halte es für sehr wichtig, dass es ein Fach oder Fächer gibt, wo diese Punkte verbindlich vermittelt werden. Nicht je nach Lehrer. Es gibt ja Lehrer, sage ich mal, die streuen das irgendwie in einem Fach ein. Und es gibt eben Lehrer, die gehen da gar nicht drauf ein. Ja? Aber sowas müsste verbindlich vermittelt werden von der Schule, von den Lehrern. Um den jungen Menschen darauf vorzubereiten, was im späteren Leben abgeht. Ja, er muss wissen, dass 1 und 1 2 gibt und 2 plus 2 4. Schön, wenn er eine Fremd- oder zwei Fremdsprachen kann. Wunderbar. Gut, wenn der diese chemische Formel kennt und so weiter. Oder wenn physikalisch dies und das passiert, wenn das passiert. Alles wunderbar. Aber wie gesagt, einen Großteil davon brauchen die meisten Menschen später nicht mehr, je nachdem, was sie beruflich machen. Und das, was sie aber brauchen, bekommen sie nicht vermittelt. Eben dieser Mechanismus der Schulden. Dieser Mechanismus, eben Kredit aufzunehmen, mit Geld umzugehen, normalerweise das auszugeben, was man einnimmt und nicht unüberlegt mehr auszugeben, als man einnimmt. Es macht ja Sinn, wenn du zum Beispiel später mal, wenn du älter bist, ein Haus oder Wohnung kaufst und dafür einen Kredit aufnimmst. Das macht Sinn. Wohnung, Haus ist meist eine Anlage auch. Ist eine Sicherung, eine Vermögenssicherung im gewissen Sinne. Verliert man selten etwas. Oder wenn ich mich selbstständig mache, auch das ist ein Punkt, der in der Schule viel zu kurz kommt. Den Menschen Mut zu machen, beruflich was zu wagen. Und wenn ich mich selbstständig mache und da natürlich oft einen Kredit aufnehmen muss, auch das macht Sinn. Das ist eine Investition in die berufliche, in die persönliche Zukunft. Aber als junger Mensch Schulden zu machen, Konsumschulden zu machen. Ja, es machen Menschen Schulden, um in den Urlaub zu fahren. Ja, wunderbar, 2 Wochen mal Erholung.
Aber da versuche ich doch einen Urlaub zu machen, der mich weniger kostet. Muss ich denn dann mehrere tausend Euro irgendwo hinfliegen? Ja? Alle paar Jahre neuer Fernseher oder dies neu oder das neu. Und man kann es sich eigentlich nicht leisten und macht Konsumschulden. Oder man kauft sich ein Auto, was eigentlich das Budget eines Menschen übersteigt. Aber man kauft es, man macht Kredit. Man hat dann Raten, jahrelang, monatelang Raten, jahrelang. Und so greift ein Kredit in den nächsten und immer wieder. Und die Schulden, Schulden, Schulden wachsen. Und so kommt eine Überschuldung von Haushalten, von Menschen zustande. Und eben diesen Kreislauf, diesen Schuldenkreislauf, müsste in der Schule angesprochen werden, dass man darauf achten sollte, dass man auch mal an seine Zukunft denken soll. Und wenn man mit vielen Schulden, kann man seine Zukunft für immer teilweise verbauen. Wenn ich mit mehreren 10.000 Euro oder so verschuldet bin und verdiene aber nicht viel oder verdiene gerade so, dass ich leben kann und werde diese Schulden gar nicht so abzahlen können, dann ist mein Leben praktisch schon irgendwie gegen die Wand gefahren. Na, dann muss ich Privatinsolvenz anmelden und all solche Sachen. Auch Privatinsolvenz, all diese Dinge, da müsste es ein Fach geben, wo diese Sachen vermittelt werden, um den jungen Menschen vor Augen zu führen, mit Überlegung, mit dem Geld, welches man verdient, umzugehen. Meine Meinung, na, dass das einfach in der Schule, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da wurde das mal von einem Lehrer, wurde das mal kurz erwähnt, eine Stunde oder kurze Zeit. Das gab es nicht. Oder auch heute, wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, da wird Wissen richtig mit vermittelt. Da werden die verschiedensten Formeln um die Ohren gehauen, wo sagen wir mal, von 100 Menschen einer später im Leben mit diesen Formeln zu tun hat, wenn überhaupt. Ja? Aber es werden keine Dinge vermittelt, mit denen Menschen immer, jeden Tag und sehr oft zu tun haben. Oder wie ich gesagt habe, auch der Mut, sich beruflich was zu trauen, sich selbstständig zu machen und eigene Meinungen zu vertreten, all diese alltäglichen späteren Dinge müssten vermittelt werden. Und da kommen wir zur zweiten Frage. Inwieweit nehmen Schule und Lehrer Einfluss auf die Meinungsbildung der jungen Menschen? Ich hatte ja eben gesagt, man soll Menschen Mut machen, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, beruflich was zu wagen. Ja, aber das verlangt man jetzt, sage ich mal, von Lehrern, von verbeamteten Lehrern. Verbeamtete Lehrer haben den Sicherheitsberuf vor dem Herrn. Ne? Und diese Leute, denen beruflich oder in einer beruflichen Existenz faktisch nichts passieren kann. Diese Menschen, diese Lehrer sollen nun jungen Menschen Mut machen, im Leben beruflich was zu riskieren. Ja, das ist ja eigentlich absurd. Ne? Aber das ist wichtig. Das ist eben wichtig. Aber was machen Lehrer? Hauptsächlich wieder von meiner Erinnerung an meine Zeit, beziehungsweise was ich auch so höre heute von jungen Menschen. Was machen diese Lehrer? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Zum größten Teil sind die Lehrer links verordnet politisch denkend. Also Grün, SPD, Linke, was weiß ich, ticken die meisten Lehrer. Das ist Fakt, das kann man auch nachlesen, das ist so. Na, genau wie bei den Journalisten, auch der größte Teil, 70-80% linken Parteien zugewandt ist es in der Lehrerschaft genauso. So. Und diese Menschen mit linker Denke in einem verbeamteten Sicherheitsberuf wirken nun meinungsbildend auf junge Menschen ein. Ja, was soll denn dabei herauskommen? Na? Linke Denke beinhaltet, alles gleich, drängel dich nicht vor, sei immer zurückhaltend, setze deine Ellbogen nicht so ein,
alles lieb, alles tolerant, alles schön, alles gut. So, diese linke Denke fließt nun in diese Menschen, in diese jungen Menschen ein. Manche Punkte dieser linke Denke ist für sich alleinstehend natürlich nicht schlecht. Aber im Gesamten bildet so etwas einen jungen Menschen heraus, der eben, zurückhaltend ist, sich nichts traut im Leben, mit seiner Meinung nicht anecken will. Eben diese Mainstream geformten Menschen verlassen dann nach wie vielen Jahren auch immer die Schule. Mainstream geformt im Sinne der politischen Korrektness werden diese Menschen dann ins Leben entlassen und merken dann ganz schnell, oha, das ist ja gar nicht so schön, so gut, so lieb, so toll. Na? Das Leben ist nun mal kein Ponyhof, um es mal so zu sagen. Das mag man gut oder schlecht finden, das ist ein Fakt. Aber wenn ich nun aus der Schule entlassen werde mit dem Bild in Anführungsstriche des Ponyhofes, dann werde ich sehr schnell, sage ich mal, eines Besseren belehrt und komme mit dieser Welt dann nicht zurecht. Und auch das ist eben etwas, was in der Schule eigentlich anders da vermittelt werden müsste. Es sollte den jungen Menschen ein Selbstbewusstsein eingepflanzt werden, dass sie sich auch mal durchsetzen können. Linke Denke beinhaltet nicht, dass man sich durchsetzt. Ja? Man soll immer, alles ist schön, alles ist lieb, alles ist gut. Das ist nicht das Leben. Das ist Sozialismus ist das dann, ne? Wenn alles gleich ist. Keiner hat dann mehr. Ne? DDR früher, alle gleich. Und das ist eben etwas, was eine Gesellschaft, ein Land nicht vorwärts bringt. Siehe DDR früher. Da war überhaupt kein Ansporn gegeben durch diese Gleichheit, die es da gab im Sozialismus. Durch diese Gleichheit gab es keinen Ansporn, mehr zu leisten, Dinge zu erfinden, zu erforschen, Produkte weiterzubringen. Das gibt es im Sozialismus nicht, weil ja alle gleich sind. Die Menschen haben keinen Ansporn, sie bekommen nichts, wenn sie sich anstrengen. Wir leben in einem Kapitalismus, kann man wieder gut und schlecht finden. Aber das Gute am Kapitalismus ist, eine Gesellschaft, ein Land geht vorwärts. Es ist immer der Ansporn da, wenn ich mehr leiste, kann ich mir was leisten. Da habe ich was davon. Ob ich jetzt das nun gut oder schlecht finde, dass jemand immer mehr haben will und sich das kaufen will und das kaufen will, kann man geteilter Meinung sein. Aber die meisten Menschen spornt das an. Eben Dinge weiterzubringen, Produkte weiterzuentwickeln, was zu erfinden, was zu erforschen, in der Medizin weiterzugehen. Weil man bekommt was dafür. Und in der linken Denke, im Sozialismus, bekommt man nichts dafür. Und darum gehen solche Länder irgendwann vor die Hunde, siehe DDR, weil andere Länder in der Welt marschieren vorwärts, gehen vorwärts und sozialistische Länder bleiben stehen. Und dann sind sie irgendwann abgehängt und dann irgendwann brechen sie zusammen, wie die DDR. Ja? Und um mal kurz zur Schule zurückzukommen, das ist eben der Punkt, wenn linksdenkende Lehrer oder linksdenkende Menschen, junge Menschen, so ein Meinungsbild vermitteln, dass man ja zurückhaltend im Leben sein soll. Eine gewisse Zurückhaltung ist natürlich immer gegeben. Macht hier und da Sinn. Aber machen wir uns nichts vor. Man muss sich im Leben durchsetzen. Wenn du dich im Leben nicht durchsetzt, dann bleibst du stehen. Ja? Und im schlimmsten Fall gehst du zurück. Und dieses Dinge, wie ich jetzt am Anfang sagte, ob die Schule, ob man das, oder ob die jungen Menschen in der Schule das Richtige lernt,
gehört eben auch das dazu, den jungen Menschen Durchsetzungskraft beizubringen, Selbstbewusstsein beizubringen. Dass Menschen, wenn sie von der Schule gehen, vorbereitet sind für das Leben. Dann kann die Versicherung kommen, dann kann eine Bank kommen, dann können diese Menschen Kontra geben. Sie können diesen Dingen mit Aufschluss, also aufgeschlossener gegenüberstehen. Sie lassen sich nicht von Versicherungen oder Banken über den Tisch ziehen als junger Mensch. Sie haben eine eigene Meinung. Sie kommen. Und so greift eins, zum anderen. Ja. Deswegen als Fazit kann man sagen, zur ersten Frage, lernen Menschen in der Schule das Richtige? Sage ich, jein. Wissensvermittlung, ja, gut, richtig, okay, auch wenn die meisten Menschen das meiste später dann vergessen und nicht brauchen, ist die Basis in vielen Fächern und vielen Bereichen die Vermittlung wichtig. Andererseits fehlt einfach die Vermittlung für die jungen Menschen, die Vorbereitung auf die wichtigen alltäglichen Dinge des Lebens. Der Umgang mit Geld, mit Finanzen, der Schuldenkreislauf, Banken, Versicherungen, wie die vorgehen, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen oder überhaupt. Das fehlt. Ein Fach oder Fächer, wo alltägliche Dinge, wo die jungen Menschen mit alltäglichen Dingen konfrontiert werden, mit denen sie später zu tun haben. Und wo sie aufgeklärt werden, was das bedeutet, wie sie sich verhalten sollten in diesem Fall. Würde es sowas geben, wären vielleicht junge Menschen im jungen Alter nicht schon so überschuldet und viele Menschen kämen auch besser mit ihrem Geld zurecht oder wie auch immer. Und das fehlt. Das fehlt. Und eine zweite Frage, inwieweit greifen Schule und vor allem Lehrer auf die Meinungsbildung der jungen Menschen ein, halte ich für sehr kritikwürdig, da in der Schule ein sehr großer Teil von Lehrern, verbeamteten Lehrern arbeitet, die eben links denken und eine linke Meinungsbildung hier und da bei verschiedenen Fächern, sage ich mal, mit einfließen lassen. Und da junge Menschen noch sehr empfänglich sind für Meinungen, diese dann aufnehmen. Und eine linke Denke ist nicht so ausgelegt, um im späteren Leben mal was zu riskieren, mal was zu wagen, eine eigene konträre Meinung zum Mainstream zu haben, politisch nicht so korrekt zu sein, beruflich was zu wagen. Das ist nicht die linke Denke. Und somit werden die jungen Menschen nach der Schule ins Leben entlassen, eben nicht mit diesen Attributen, dass man was wagen soll, dass man mal eine eigene Meinung haben soll, die konträr des Mainstreams ist, dass man sich da und da durchsetzen soll. Das haben die jungen Menschen dann nicht. Das müssen sie dann später für sich lernen. Und der eine lernt es besser, der andere schlechter. Ja. Und es wäre schon gut, wenn sie in der Schule damit in Berührung kommen würden, wie man sowas lernt. Ja. Und das, wie gesagt, die ist meiner Meinung nach, nehmen die Schule und die Lehrer eben Einfluss auf diese Meinungsbildung der jungen Menschen. Und die linke Denke beinhaltet eben auch die Gleichheit. Alle gleich, alle haben das Gleiche. Ja, der hat zu viel, der muss abgeben, der hat wenig. Da wird nicht gefragt, warum derjenige mehr hat oder warum der weniger hat. Der hat weniger, dann muss der dem geben, der weniger hat. Ja, ohne Hinterfragung alles gleich machen. Und linke Denke, Sozialismus zum Beispiel, ist halt ein Gebilde, wo der Mensch keinen Antrieb hat, mehr zu leisten. Er wird nicht belohnt dafür. Siehe DDR. Und irgendwann bricht das dann zusammen. Es ist ja schön, wenn man Menschen ein bisschen Ausgleich hier und da findet. Aber was Sozis und Linke halt sich auf die Fahnen schreiben, ist, kann man sagen, dass derjenige, der viel leistet, viel arbeitet, dass der in Anführungsstriche böse ist. Der hat Geld.
der hat was erreicht. Oh Gott, der hat was erreicht. Beruflich. Gottes Willen. Das ist linke Denke. Wenn du clever bist, wenn du schlau und intelligent bist, auch hierzu habe ich mal ein Video gemacht, versuche ich in der Infobox einzublenden. Wenn du also clever bist und was erreichst im Leben, beruflich was machst, du verdienst viel, ja, du erreichst viel, da dann von linker Seite, oh, der hat viel, der muss abgeben. Ja. Ach, guck mal, der guckt immer nur aufs Geld und das und hier und so. Also immer dieser, auch eine gewisse Neidvermittlung. Ja. Wer was hat, nicht gut. Ja, nicht gut. Das ist linke Denke. Sozialismus, Sozis. Menschen, die leisten, Menschen, die was machen, werden schief angeguckt beispielsweise. Oder wie auch immer. Ne? Ich persönlich zähle mich zum absoluten Durchschnittsmenschen und Durchschnittsverdiener. Ich habe weder einen tollen Beruf mit viel Geld zu verdienen, noch mit wenig Geld. Ein ganz normaler Durchschnittsverdiener. Ja. Und trotzdem verstehe ich Menschen, die viel leisten, viel erreichen, viel verdienen, dass das richtig ist. Weil solche Menschen bringen auch die Gesellschaft, ein Land voran, wenn sie zum Beispiel ein Unternehmen führen, wenn sie Produkte erfinden, die sich in der Welt gut verkaufen zum Beispiel. Davon profitiert doch die ganze Gesellschaft. Und sozialistisches Denken oder Sozi-Denken ist halt immer, das geht nicht so weit, das Denken. Das ist das Problem. Gut, ich will jetzt nicht noch weiter wieder eintauchen. Das war jetzt mal so meine Gedanken eben zur Schule, dass eben Dinge fehlen in der Schule heute, wo die jungen Menschen eben manche Dinge nicht lernen, die sie lernen müssten, und dass eben die Schule, die Lehrer vor allem, in der Art der Meinungsbildung auf die jungen Menschen Einfluss nehmen, die sehr immer in die linke Richtung gehen, anstatt den Menschen mit einem Selbstbewusstsein auszustatten, mit Wagnis auszustatten, mit mal anderer Meinungen, dass das gut geheißen wird, wenn man einer anderen Meinung ist, wenn man Dinge hinterfragt. Also ich habe zum Beispiel von jungen Menschen gehört, zum Beispiel aktuell diese Migrantenzuwanderung, Flüchtlingskrise und so weiter. Wenn du da in der Schule Dinge hinterfragst und das differenzierst mit Zuwanderung, Asyl, bist du bei manchen Lehrern unten durch. Das muss man sich mal vorstellen. Das meine ich damit. Das muss ich gerade noch sagen. Fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich hier mitbekommen. Da haben die mir erzählt, wenn du da eine Meinung hast, die das differenziert mit dieser Flüchtlingsgeschichte, und du hast einen Sozi-Lehrer da vorne sitzen, für den jeder am besten die ganze Welt in Deutschland einwandern soll, sage ich mal, dann bist du als Schüler unten durch. Und das meine ich eben. Da wird jungen Menschen praktisch negativ ausgelegt, wenn sie Dinge hinterfragen, differenzieren, was vollkommen normal ist, weil diese Sache hat zwei Seiten mit dieser Migrantenzuwanderung. Die hat zwei Seiten. Und den jungen Menschen wird das als schlecht ausgelegt, wahrscheinlich notenmäßig auch schlecht ausgelegt, wenn sie eben so kritisch denken. Und das meine ich eben mit der linken Denke in der Schule bei den Lehrern. Den jungen Menschen wird praktisch in der Schule das Hinterfragen, das Differenzieren, das gegen den Mainstream-Denken abgesprochen, wird denen praktisch ausgetrieben, so zu denken. Das meine ich mit eben der Meinungsbildung, wie die Schule und Lehrer auf die Meinungsbildung der jungen Menschen Einfluss nehmen. Das sind solche Sachen, das ist einfach schlimm, meiner Meinung nach. Das hat mit neutraler Wissensvermittlung und neutraler Lehre nichts zu tun. Und ich kann mich in meiner Zeit erinnern, hatte ich auch hauptsächlich, wenn ich heute zurückerinnere, wird mir das alles bewusst, eben linke Lehrer. Na? Und das ist, dann muss der junge Mensch, muss sich dann im späteren Leben eben von diesem Korsett des linken Denkens erst einmal befreien, um überhaupt dann
manche Dinge auch richtig beurteilen zu können und auch differenziert beurteilen zu können. Und das wird vielen jungen Menschen von vielen Lehrern in der Schule schon ausgetrieben. Da bist du jemand, also in dem Fall, der mir da geschildert worden ist, da bist du praktisch ein Aussätziger in der Klasse, weil du es wagst, das zu kritisieren, was vollkommen richtig ist, weil das nun mal zwei Seiten hat, diese ganze Geschichte oder überhaupt viele Geschichten oder alle Dinge haben zwei Seiten. Und wenn du da einen linken Lehrer vorne sitzen hast, der die eine Seite nur vertritt, dann bist du als kritischer Schüler, kannst du deine Zeugnisnote schon abhaken. Ja, und das ist nicht richtig. Gut, Freunde. Wie ist denn eure Meinung, wenn ihr jetzt junge Leute zuschauen, zur Schule? Wie ist eure Erfahrung heute in der Schule? Wie war sie früher? Schreibt eure Meinung unten in den Kommentarbereich. Ich lese es mir sehr gerne durch. Eventuell kommentiere ich auch, je nachdem, wie ich Zeit habe. Kurzer Hinweis auf das i in der Ecke, wie immer, auf die Infobox. Versuche ich hierzu, das eine oder andere Video zu verlinken. Ich hatte ja so ein, zwei Videos schon angesprochen. Zur Schule direkt habe ich noch kein Video gemacht. Aber so zu anderen gesellschaftlichen Themen, die versuche ich hier oben zu verlinken. Einfach auf das i, dann rollt sich so ein Link aus. Und da könnt ihr euch das ein oder andere Video, wenn es euch interessiert, bei Gelegenheit anschauen. Ja, wie gesagt, das war meine Meinung, meine persönliche Meinung, die weder richtig noch falsch sein muss, zum Thema Schule. Vielleicht mache ich hier und da nochmal zu diesem Bildungsthema, Schulthema, irgendwann nochmal ein Video. Ich muss mal sehen, wo ich das dann vielleicht ein bisschen ausweite oder von der anderen Seite beleuchte. Mal gucken. Aber wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung, wenn ihr junge Menschen noch seid, die in die Schule gehen, oder wenn ihr euch an eure Schulzeit noch erinnern könnt, wie eure Erfahrung ist oder wie allgemein eure Meinung ist zur Vermittlung von Wissen in der Schule, zur Meinungsbildung in der Schule, einfach unten in den Kommentarbereich. In diesem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, euch bei einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen, egal welches Thema. Freue mich immer, euch zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.